Wir kümmern uns heute so ein bisschen um die Handgelenke. Und was wir heute machen, ist die Handgelenke zum einen zu dehnen, zum anderen aber auch zu kräftigen. Und dafür brauchst du zwei Äpfel. Ich habe die hier. Schau, dass du Äpfel hast, die du einfach gut mit der Hand greifen kannst. Also wenn du sie so umschließt. Wir bauen das heute in den Flow ein. Gut, wir starten in der Rückenlage. Platziere die Äpfel so, dass du sie an den Seiten hast, sodass du sie gleich direkt greifen kannst. Leg dich zurück, stell die Füße so auf, dass deine Fersen auf einer Höhe sind mit deinen Knien. Bring für einen Moment die Hände zum unteren Bauch. Finde hier den Fokus im unteren Bauch, indem du diese beiden Knochen, die du hier an den Seiten spürst, und dir vorstellst, dass du da so eine Linie ziehst, wie so von rechts nach links, und wie so ein Gummizug. Und der zieht jetzt zusammen, sodass der untere Bauch ganz fest wird. Und mit dieser Aktivität kommst du nach oben in die Low Bridge, das heißt, die Po-Muskulatur wird auch aktiv und gleichzeitig hältst du das Ganze mit dem unteren Bauch. Du schiebst die Füße kraftvoll in den Boden, sodass deine Fersen, Großzehballen, Kleinzehballen, den Kontakt zum Boden haben. Und dann beginn von hier zu pulsieren. Lass die Hände vielleicht für einen Moment noch am unteren Bauch. Nochmal klar und deutlich spüren, dass da wirklich eine Aktivität stattfindet. Gleichzeitig beginnen jetzt auch die Po-Muskeln zu arbeiten. Gut, und dann bleib hier beim Pulsieren und greif dir da die beiden Äpfel. Bring die nach oben, die Arme Richtung Decke und richtig umschließ die Äpfel mit deinen Händen, also dass da so ein richtiger Druck drauf kommt. Gut. Beim nächsten Mal, wenn du nach oben kommst in der Low Bridge, dann bleib hier und öffne jetzt die Arme zu den Seiten. Und dann komm wieder nach oben. Halte die Äpfel fest gesqueezed, so als ob du die so fest drücken willst, dass du da so einen Apfelmus draus machst. Wir machen das hier noch ein paar Mal. Öffne die Arme zu den Seiten und bring dann die Äpfel wieder nach oben. Mit den Armen. Gut. Und dann versuchen wir das Ganze in Rhythmus zu bringen mit der Low Bridge, mit dem Pulsing. Das heißt, wenn du die Arme zu den Seiten öffnest, kommst du leicht nach unten, hältst aber sozusagen das Becken gehoben und dann kommen nach oben Arme und Becken. Das ist die Bewegung. Öffne zu den Seiten und dann alles kommt wieder nach oben. Der untere Rücken ist ganz lang. Und spüre jetzt diese Kraft, die du aufbaust hier in den Unterarmen, die Finger umgreifen fest die Äpfel. Wir machen noch drei Stück davon. Gut, und beim nächsten Mal, wenn du nach oben kommst, bleib jetzt wieder in der Low Bridge, bring nur die Äpfel zu den Seiten und dann bring die Arme nach oben und dreh deine Handflächen nach vorne. Jetzt stell dir vor, du würdest ein Tablett tragen, ziehst also jetzt die Finger zu dir zurück und dann gehst du in die andere Richtung, also die Finger, die kommen nach unten Richtung Bauch. Wir machen das noch ein paar Mal. Du trägst das Tablett, ziehst die Finger aktiv zurück, spürst hier die Dehnung in den Handgelenken und dann gehen wir in die andere Richtung. Das ist die Bewegung gleichzeitig. Unterer Bauch bleibt aktiv, Po-Muskeln bleiben ganz aktiv. Machen das noch ein paar Mal. Du kannst gerne auch ein bisschen schneller werden. Gut, noch 5, 4, 3, 2, letztes Mal, löse auf, schüttel jetzt einmal die Hände ein bisschen aus. Gut, und dann komm langsam von hier Wirbel für Wirbel zurück zum Boden. Gut, die Füße bleiben am Boden. Du verschränkst die Hände hinter deinem Kopf. Wir gehen einen Moment zum Aufwärmen der Bauchmuskulatur. Bring die Ellenbogen zueinander. Unterer Bauch ist ganz fest. Atme hier ein in der Ausatmung. Schieb das Kreuzbein durch die Kraft der Bauchmuskeln in den Mattenboden und dadurch löse die Schultern. Die Schultern heben vom Boden ab. Du lässt den Kopf ganz entspannt. Und dann löse hier einatmen. Ausatmen, komm nach oben.
Finde hier die Aktivität in der Körpermitte. Lass den Nacken entspannt. Einatmen und lösen. Wir gehen von hier ein bisschen weiter. Ausatmen, komm nach oben. Jetzt streck dein rechtes Bein nach oben Richtung Decke. Gut, stell den Fuß wieder ab. Einatmen und lösen. Ausatmen, komm nach oben. Streck dein linkes Bein. Und es muss gar nicht durchgestreckt sein. Du kannst das Knie auch gerne gebeugt lassen. Also je nachdem, was hier für dich möglich ist. Und dann setz den Fuß wieder ab. Einatmen und lösen. Wir gehen hier ein bisschen weiter. Ausatmen, komm nach oben. Du streckst dein rechtes Bein. Und jetzt twiste so ein kleines bisschen nach rechts. Lass aber das rechte Schulterblatt vom Boden gehoben. Komm zurück zur Mitte, setz den Fuß ab, einatmen und lösen. Wir gehen zur anderen Seite, ausatmen, komm nach oben. Linkes Bein streckt, du drehst dich nach links, hältst das linke Schulterblatt gehoben. Komm zurück zur Mitte, setz den Fuß ab, einatmen und lösen. Wir gehen weiter von hier, ausatmen, komm nach oben. Rechtes Bein streckt, twist nach rechts. Jetzt bring den linken Arm zwischen deine Oberschenkel. Gut, die Hand kommt zurück, dreh dich zur Mitte, setz den Fuß ab, einatmen und lösen. Wir gehen zur anderen Seite, ausatmen, komm nach oben, streck dein linkes Bein, twist nach links. Und der rechte Arm, der streckt zwischen die Oberschenkel. Gut, setz die Hand zurück, dreh zur Mitte, Fuß zum Mattenboden, einatmen, lösen. Eine Runde mehr, ausatmen, komm nach oben. Das rechte Bein streckt, twist nach rechts, linker Arm streckt. Jetzt streck auch deinen rechten Arm und schau mal, dass deine Fingerspitzen zueinander kommen und dann press richtig, richtig fest die Fingerspitzen aufeinander. Bleib hier noch einen Atemzug. Bring die Hände hinter den Kopf, dreh zur Mitte, setz den Fuß ab, einatmen, lösen. Letzte Runde, ausatmen, komm nach oben. Linkes Bein streckt, twist nach links, rechter Arm, linker Arm, die Fingerspitzen, die berühren sich und du presst sie fest aufeinander. Fest, 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 fest. Gut. Die Hände zurück hinter den Kopf, dreh zur Mitte, setz den linken Fuß ab, einatmen, lösen und release. Gut. Bleib für einen Moment noch in der Rückenlage. Streck die Arme nochmal nach oben auf und dann dreh nochmal die Handflächen nach vorne und dann beginn mal zu winken. Und zwar versuch hier wirklich nicht aus der Schulter heraus in die Bewegung zu kommen, sondern aus den Handgelenken heraus. Gut, also so eine klassische Winkfunktion. Wenn sich das ganz, ganz schwierig für dich anfühlt, kannst du auch erstmal einfach den rechten Unterarm greifen und dann nochmal bewusst die Aufmerksamkeit zum rechten Handgelenk bringen. Gut, und dann wechsel. Spreiz die Finger weit auf. Und dann löse von hier, bring die Hände nochmal über den Kopf, zieh dich richtig, richtig, richtig lang, halte den unteren Bauch aktiv, die vorderen Rippen, die ziehen so ein bisschen mehr Richtung Wirbelsäule, greif jetzt mit der rechten Hand das linke Handgelenk und zieh das richtig, richtig lang. Also erlaube dir hier wirklich aus dem linken Schulterblatt heraus den Arm nach oben zu strecken, weit, 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 weit. Komm hier in eine Schulterflexion. Und dann greif die rechte Hand bzw. das Handgelenk und dann zieh auch hier nochmal richtig schön lang. Ein Atemzug hier. Gut, und dann löse. Dreh über eine Seite und komm nach oben und nach vorne. Wir starten von hier. Im Vierfußstand stell deine Zehen unter. Die Handgelenke sind auf einer Höhe mit deinen Schultern. Spreiz die Finger nochmal ganz weit auf und jetzt mal ganz bewusst die Aufmerksamkeit zu den Händen bringen. Und versuch mal ganz bewusst jetzt den Daumen und den Zeigefinger in den Mattenboden zu schieben, sodass du wirklich dieses Gewicht auch hier spürst. Lass die Arme durchgestreckt, der untere Bauch ist aktiv, der Nacken ist ganz lang. Noch einen Atemzug hier.
Gut, und dann löse. Dreh jetzt die Hände, sodass die Finger in deine Richtung zeigen. Wir dehnen jetzt die andere Seite. Schau auch hier, wie sich das für dich so gut anfühlt, dass es nicht weh tut, sondern du eine angenehme Dehnung spürst. Kannst hier ein bisschen spielen, dich weiter nach vorne beugst, ansonsten die Ellenbogen auch ein bisschen beugst oder dich weiter zurücksetzt. Auch hier achte auf deine Grenzen. Noch einen Atemzug. Gut, und dann dreh. Setz dich für einen Moment zurück und nochmal die Hände ganz bewusst ausschütteln. Und wir gehen von hier in eine Variation vom Delfin. Du bringst zuerst die Unterarme zum Boden. Die Ellenbogen sind gebeugt und auf einer Höhe mit deinen Schultern. Jetzt dreh aus dem Unterarm heraus, dreh die Handflächen nach oben Richtung Decke. Lass den Kopf hier komplett los, stell deine Zehen unter, schieb den Unterarm innen oder die Unterarme in den Mattenboden und dann heb von hier ab in den Delfin. Lass die Knie gerne gebeugt und dann atme hier. Gut, versuch jetzt auch so ein bisschen den Daumen noch mehr Richtung Mattenboden zu drücken. Noch ein Atemzug hier. Und dann komm wieder zurück auf deine Knie. Setz dich für einen Moment zurück. Wander mit den Händen weit nach vorne. Komm auf deine Fingerspitzen. Und jetzt stell dir vor, dass du deine vier Finger Richtung Daumen magnetisierst. Also hier so, als stell dir vor, wie so ein Frosch, der so richtig sich in dem Boden verankert. Lass den Kopf los für einen Moment, ganz entspannt. Atme zu den Händen, zu den Handgelenken. Gut, und dann wander von hier mit deinen Händen zurück. Platziere die beiden Äpfel vorne, rechts und links, neben deiner Matte. Und dann bring die ein bisschen mehr Richtung Zentrum, sodass du die gleich besser greifen kannst. Und dann komm nach oben. Wir starten mit einer Runde Sonnengrüße in Tadasana. Unterer Bauch ist aktiv. Die Knie sind leicht gebeugt. Schieb den Hals zurück. Denk an ein Doppelkinn. Und dann starte von hier. Zieh die Arme über vorne nach oben in der Einatmung. Ausatmen. Bring die Fingerspitzen zu deinen Hüftfalten, hier den Hip Creases. Setz dich weiter zurück, Hip Hinge. Hände landen vor dir am Boden. Bleib hier auf deinen Fingerspitzen. Wenn du den rechten Fuß in einem großen Ausfallschritt zurücksetzt, leg den Fußspann ab und das Knie und dann greif dir hier die beiden Äpfel. Komm nach oben mit einer geraden Wirbelsäule. Der untere Bauch ist aktiv und dann streck von hier die Arme nach oben und squeeze wieder. Also press kräftig in die beiden Äpfel. Gut, zieh dich richtig, richtig lang hier aus dem Schulterblatt. Rechte Po-Muskulatur ist ganz aktiv. Bring dann die Hände zu den Seiten, setz sie vor dir ab und komm von hier in die Brettposition. Einatmen im Brett, ausatmen, bring die Knie zum Boden und dann komm langsam in die Bauchlage. Die Hände, die ziehen jetzt energetisch zurück, also die bewegen sich nicht, aber du hast diesen Zug nach hinten, sodass du in der Einatmung dich aufrichten kannst in die Cobra und dann löse. Stell deine Zehen unter, komm über die Knie nach oben, Downward Facing Dog, wander mit den Füßen ein kleines bisschen näher zu deinen Händen, lass die Knie gebeugt, unterer Bauch ist aktiv, streck die Arme durch. Tiefen Atemzug hier zu den Armen, zu den Händen, zu den Handgelenken. Gut, dann setz von hier den rechten Fuß nach vorne. Linkes Knie kommt zum Boden, leg den Fußspann ab. Greif dir wieder die beiden Äpfel, komm nach oben. Die Arme ziehen über vorne nach oben und dann squeeze. Squeeze, 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 squeeze. Unterer Bauch bleibt fest. Gut, bring die Äpfel zu den Seiten, Hände landen vor dir am Boden, setz den hinteren Fuß nach vorne, komm in die Vorbeuge von hier, auch gerne die Knie wieder ein bisschen mehr gebeugt lassen, sodass die Wirbelsäule ganz lang bleiben kann. Zieh die Arme über vorne nach oben, wenn du einatmest, ausatmen, Hip Hinge, wir gehen zur anderen Seite.
Der linke Fuß geht in einem Ausfallschritt zurück, bring das Knie zum Boden, lass dieses Mal die Zehen untergestellt, greif dir wieder die beiden Äpfel und dann finde von hier wieder diesen Squeeze, lass die Arme aber so einfach an den Seiten so runterbaumeln und dann beginn von hier die Schultern zu kreisen. Squeeze, 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 ganz kräftig in die Äpfel pressen. Gut, noch einen Atemzug. Bring dann die Äpfel wieder zu den Seiten. Hände landen vor dir am Boden. Rechter Fuß geht zurück. Brettposition. Nacken bleibt lang. Einatmen hier. In der Ausatmung bringen die Knie zum Boden und komm langsam in die Bauchlage. Die Ellenbogen beugen nach hinten. Cobra. Zieh die Hände energetisch zurück. Unterer Bauch ist fest. Ausatmen, lösen. Stell die Zehen unter. Über die Knie komm nach oben. Downward Facing Dog und wander mit den Füßen ein bisschen näher zu deinen Händen. Der linke Fuß kommt nach vorne, rechtes Knie zum Boden, lass die Zehen untergestellt, greif dir wieder die Äpfel, squeeze, 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 unterer Bauch ist fest, Po-Muskulatur aktiv und dann circle die Schultern. Abwechselnd, rechts, links. Tief weiter atmen hier. Gut, bring dann die Äpfel zu den Seiten, komm nach vorne in die Vorbeuge, Uttanasana. Gut, wir gehen von hier in unseren Flow. Knie sind gebeugt, du kommst mit einer geraden Wirbelsäule nach oben. Einatmen, ausatmen, Hip Hinge. Setz die Hände vor dir ab, rechter Fuß geht zurück, Knie kommt zum Boden. Und dann kommen hier wieder nach oben. Unterer Bauch ist fest, Becken ist neutral. Du streckst die Arme über vorne nach oben, drehst die Handflächen jetzt wieder nach vorne und dann beginn von hier die zu, ja, wir können sagen, eine andere Form des Winkens. Open and shut. Mir fällt gerade kein Wort auf Deutsch ein. Open and shut. Auf und zu. Aber du siehst, was ich tue. Kräftig, kräftig, kräftig. Noch einen Atemzug hier. Gut, und dann löse die Arme für einen Moment. Achtung, bring jetzt den rechten Arm nach vorne, der linke geht nach hinten und dann switch. Und switch. Wir schwingen, aber auch hier darauf achten, die Bewegung, die kommt aus dem Schultergelenk heraus. Im Becken passiert nichts, der untere Bauch ist fest, Po-Muskulatur ist aktiv. Zweimal mehr. Und das nächste Mal, wenn der rechte Arm wieder vorne ist, bringst du die Hand zum Boden neben den linken Fuß. Gehst jetzt von hier in einen Twist. Das heißt, du drehst hier aus dem Brustkorb heraus nach links. Du kannst den linken Arm nach oben Richtung Decke strecken. Halte den Blick zur rechten Hand. Schieb deine Finger kräftig in den Boden. Jetzt heb nur dein Handgelenk. Und dann setz wieder ab. Lift and lower. Gut, zweimal mehr. Die Finger verlassen nicht den Boden. Also du schiebst wirklich die Finger kraftvoll in den Boden und hebst und senkst nur das Gelenk. Letztes Mal. Bring dann die ganze Handfläche zurück zum Boden. Der linke Unterarm landet jetzt auf dem linken Oberschenkel. Du setzt den rechten Fuß zurück, drehst den hinteren Fuß parallel und kommst hier in eine Krieger 2 Variation mit dem linken Unterarm am Oberschenkel. Mach mit der rechten Hand eine Faust. Stell dir vor, du hältst wieder hier oder squeeze den Apfel. Bring den rechten Arm nach oben und dann zieh über dein Ohr. Du kannst gerne den Kopf für einen Moment komplett loslassen. Nacken ganz entspannt. Achte darauf, dass die linke Schulterspitze hier nicht nach oben zum Ohr kommt. Also zieh wirklich ganz bewusst das linke Schulterblatt zurück. Noch einen Atemzug hier. In der nächsten Einatmung komm nach oben und lehn dich zurück. Reverse. Mit der linken Hand mach eine Faust und zieh über dein Ohr nach hinten. Und wir wechseln. Ausatmen. Einatmen, Reverse. Ausatmen, Warrior Variation. Zweimal mehr. Schöne Öffnung hier der Seiten. Warrior Variation. Letztes Mal. Einatmen, Reverse. Achtung, circle deine Hände jetzt nach unten. Komm von hier in die Brettposition und lande dann auf deinen Unterarm.
sodass du Fäuste hier machen kannst und nochmal dir vorstellst, ganz fest die Äpfel zu greifen. Also du hast sie ohne Äpfel, aber stell dir vor, du hältst die Äpfel. Und jetzt komm so ein bisschen in so eine Rocking-Action. Du bewegst jetzt so ein bisschen die Schultern, komm weiter nach vorne und gehen wieder zurück. Ein paar Mal mehr. Gut, noch 5, 4, schieb die Unterarme in den Boden, schieb die Handgelenke, die Seiten in den Boden. 3, 2, 1, gut. Und dann komm wieder zurück in deine Mitte. Die Knie landen am Boden, der Fußspann legt ab und du kommst von hier in die Sphinx. Öffne jetzt deine Hände und bring die Handflächen wieder zum Boden. Stell dir auch hier wieder diese Bewegung vor, dass die Hände, auch die Unterarme energetisch zurückziehen. Und du hier eine schöne Öffnung im Brustbereich bekommst. Atme hier nochmal ein. Gut, und dann löse in der Ausatmung. Leg den Kopf für einen Moment ab. Die Hände kommen zur Brust. Stell die Zehen unter. Der Einatmung kommt über die Knie. Ausatmen in den Downward Facing Dog. Wander mit den Füßen wieder ein kleines Stückchen näher ran. Streck jetzt dein rechtes Bein nach hinten und oben. Beug dein Knie. Und dann öffne hier. Du bringst das Knie nach außen, nach rechts und drehst jetzt aus dem Becken mit. Also auch das Becken öffnet sich nach rechts. Achte darauf, dass beide Hände kraftvoll in den Boden schieben. Nochmal hier so eine schöne Öffnung der Körperseite. Dann dreh das Becken wieder gerade. Setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Vielleicht greifst du mit der rechten Hand nach. Drehst jetzt hier nach links, greifst hier einen Apfel, nimmst den mit, drehst nach links und kommst von hier in die Goddess Pose. Das heißt, die Zehen zeigen nach außen, die Fersen nach innen. Setz dich tief. Unterer Bauch ist fest, Oberkörper ganz lang. Und nimm nochmal so ein bisschen den Hals zurück. Denk wieder an dein Doppelkinn. Jetzt bring die linke Hand zum Hinterkopf. Streck den rechten Arm mit dem Apfel zusammen. Seite. Squeeze hier nochmal ganz, ganz kräftig und dann bring von hier so ein bisschen so eine Pulsing-Aktion dazu. Du bewegst den Arm nach hinten. Gleichzeitig lehnst du den Kopf in deine Hand. Gut. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, bring jetzt den rechten Arm nach unten. Stell dir so ein umgedrehtes V vor und dann nochmal pulsieren nach hinten. Halte den Oberkörper gerade, vordere Rippen ziehen nach hinten. 5, 4, 3, 2, 1. Strecke jetzt den Arm nach oben. Halte hier. Und jetzt beginn hier nochmal mit dem Handgelenk in so eine Beugung zu kommen. Als ob du die Finger nach unten bewegst Richtung Boden. Und dann nach oben und in die andere Richtung. Squeeze die ganze Zeit den Apfel. Gut. Noch 2 Atemzüge. Letztes Mal. Und dann löse. Dreh dich von hier wieder nach vorne. Wir kommen von hier in den High Lunge. Du bringst für einen Moment den Apfel zur Seite. Richtest dich dann wieder auf. Hinteres Knie ist gebeugt. Unterer Bauch ist ganz fest. Zieh die Arme über vorne nach oben. Greif mit der linken Hand das rechte Handgelenk. Und nochmal hier in so einen schönen Stretch komm. Zieh richtig, richtig lang. Gut. Und dann löse. Setz den hinteren Fuß nach vorne in Tadasana. Wir gehen zur anderen Seite. Tadasana, unterer Bauch ist fest, Knie sind gebeugt, schieb den Hals zurück. Einatmen, zieh die Arme über vorne nach oben. Ausatmen, Hip Hinge. Du setzt den linken Fuß zurück, bringst das Knie zum Boden, greifst dir oder kommst von hier nach oben in den Low Lunge. Unterer Bauch ist ganz fest, Becken ist neutral und dann zieh die Arme wieder über vorne nach oben, dreh die Handflächen nach vorne und wir gehen wieder in diese Open Shut Bewegung. Ganz kräftig, dann wird noch ein bisschen schneller. Nacken bleibt lang. Noch 5, 4, 3, 2,
1, löse, streck den linken Arm nach vorne, den rechten nach hinten, swing und swing. Vielleicht spreizst du die Finger ein kleines bisschen weiter auf, hältst die Aktivität im unteren Bauch. Stell dir vor, dass der vordere Fuß so ein bisschen energetisch auch hier zurückzieht, sodass du hier noch mehr Stabilität bekommst und die Bewegung hier ganz bewusst hier aus der Schulter heraus passiert. Noch 5, 4, 3, 2, 1, streck den linken Arm nach vorne, der rechte nach hinten. Bring jetzt die Hand zum Boden, sodass sie direkt neben dem rechten Fuß landet. Du kommst hier in den Twist, drehst aus dem Brustkorb heraus, streckst den rechten Arm nach oben. Bring jetzt den Blick nach unten zur linken Hand, spreiz die Finger auf und dann heb nur die Fläche, die Handfläche und bring sie zurück. Finger bleiben in Kontakt mit dem Boden. Gut, ein paar Mal mehr. Noch 5, 4, 3, 2, letztes Mal. Bring dann die Handfläche zurück. Rechter Unterarm landet auf dem rechten Oberschenkel. Dreh den hinteren Fuß. Krieger 2 Variation. Du bringst den linken Arm mit einer Faust über dein Ohr nach vorne. Einatmen, reverse, wechsel die Hände, mach auch hier wieder eine Faust. Stell dir vor, du presst den Achsel und dann Warrior Variation. Gut, Bewegung kommt aus dem Schulterblatt heraus. Einatmen, reverse und Warrior Variation. Gut, zweimal mehr. Reverse und Warrior Variation, letztes Mal. Einatmen, reverse, lehn dich zurück, circle deine Hände, lande in der Brettposition, rechter Fuß geht zurück, einatmen hier, ausatmen, komm auf deine Unterarme, mach Fäuste mit den Händen, vielleicht wanderst du mit den Füßen ein bisschen weiter zurück, Brustbein bleibt ganz lang, unterer Bauch ist fest und dann bring von hier zuerst die Knie zum Boden und dann komm langsam hier auch mit dem Becken zurück zum Boden. Fußspanne ist abgelegt. Du drehst die Handflächen, sodass sie wieder zum Boden kommen und ziehst jetzt hier nochmal ganz bewusst energetisch vom Unterarm, vom Handgelenk so ein bisschen die Arme, die Hände zurück. Nacken bleibt lang, unterer Bauch fest. Stell dir vor, du presst so mit den Schulterblättern nach vorne, hältst aber gleichzeitig die vorderen Rippen aktiv. Klingt ein bisschen komisch, ist auch ganz schön anstrengend. Sieht man gar nicht so von außen, aber innen sollte jetzt gerade ganz viel passieren. Noch ein Atemzug. Gut, und dann komm langsam zurück in die Bauchlage. Hände neben deine Brust, setz die Zehen unter, komm über die Knie zurück in den Downward Facing Dog. Finger sind weit aufgefächert, du spürst den Kontakt, Daumen, Zeigefinger in den Boden. Hebst jetzt mit der nächsten Einatmung das linke Bein nach hinten und oben, nur in Höhe deiner Hüfte. Beug das Knie und dann bring das Knie nach außen, kommst hier in eine Außenrotation und drehst jetzt das Becken mit, schiebst aber gleichzeitig die linke Hand noch mehr in den Boden. Noch ein Atemzug hier. Dreh dann das Becken, sodass das wieder ganz gerade ist. Setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Greif dir mit der linken Hand den Apfel. Dreh dich nach rechts in die Goddess Pose. Die Zehen zeigen nach außen, Fersen nach innen. Setz dich tief. Die rechte Hand landet hinter deinem Kopf. Du bringst den Arm zur Seite auf Höhe deiner Schulter und beginnst jetzt wieder nach hinten zu pulsieren und wieder richtig kräftig den Apfel pressen. Lehn den Kopf zurück, unterer Bauch ist fest, vordere Rippen sind fest. Gut, noch 5, 4, 3, 2, 1. Stell dir wieder das umgekehrte V vor und auch hier pulsier. Nach hinten. Gut, noch 5, 4, 3, 2, 1. Du bringst den Arm nach oben. Findest jetzt wieder diese Dehnung im Handgelenk. Finger zeigen nach unten und dann switch Richtung Decke. Halte das Squeezing, also wirklich richtig, richtig press den Apfel. Gut. Noch 2 Atemzüge.
Und dann löse auf, dreh dich nach vorne, bring den Apfel zum Boden. Wir gehen noch eine Runde hier in den High Lunge. Hinteres Knie ist gebeugt, unterer Bauch fest. Streck die Arme vorne nach oben, greif mit der rechten Hand das linke Handgelenk und dann ziehe nochmal richtig schön lang. Zieh, 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 zieh. Halte die Aktivität in der Po-Muskulatur. Noch ein Atemzug hier. Und dann löse in der Ausatmung. Gut, setz den hinteren Fuß nach vorne. Einmal die Hände ausschütteln, Beine ausschütteln. Und dann komm von hier in deine Variation der Endentspannung, wenn du noch einen Moment Zeit hast. Entweder leg dich zurück in die Rückenlage, finde hier nochmal einen Moment Shavasana, die Endentspannung. Einfach die Arme zu den Seiten entspannen, die Füße ganz locker lassen, die Beine ganz entspannt lassen. Oder du bleibst einfach noch einen Moment hier sitzen, schließt die Augen, spürst nochmal ein bisschen nach in der Praxis, bringst nochmal ein bisschen die Aufmerksamkeit zur Atmung, was auch immer sich jetzt gerade für dich gut, richtig und wichtig anfühlt. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Rest. Tag. Schön, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal.